Kollektive. Also es gibt das Kollektiv, was den Workshop anbietet, die Böe. Das sind 5 Leute, die hier angereist sind, die sozusagen uns anleiten mit diesem oder in diesem Selbstbau-Workshop. Ich bin Samuel Wilhelm und ich bin Teil von Böe. Das ist ein Kollektiv. Wir sind die Bande ökologischer Energierebellen. Und wir sind hier, um ein Windrad zu bauen mit einer Gruppe von Interessierten, hauptsächlich aus dem Raum Berlin. Und dann gibt es noch ein Kollektiv, das sich halt gerade noch in Gründung befindet. Ich bin Teil von Kante, dem Kollektiv für angepasste Techniken. Wir als Bande bzw. Kollektiv haben zusammengefunden, ganz zufällig, und eigentlich sind wir eine völlig heterogene Gruppe. Unser gemeinsames Interesse bestand in dem Bauen von Kleinstmittelkraftanlagen. Das hat uns zusammengeführt und seitdem auch getragen. In der Regel läuft es so, dass wir von Institutionen, Gruppen oder auch Einzelpersonen angefragt werden, ob wir einen Workshop durchführen können. Dann müssen wir in der Gruppe erstmal besprechen, ob wir die zeitlichen Kapazitäten haben, das durchführen zu können, und ob wir das an dem Ort und für die Gruppe machen wollen. Und dann fangen wir meistens schon vorher an, wir kommen aus dem Raum Kassel, bei uns nach Material zu suchen. Wir versuchen so viel wie es geht zu recyceln, das heißt, wir sind dann auf Schrottplätzen unterwegs, haben aber auch ein paar spezifische Bauteile, die wir einfach bestellen müssen. Das ist dann so ungefähr eine Woche Vorbereitung für uns. Dann kommt man an den Ort, hat hoffentlich schon alles dabei. Bei manchen Kursen machen wir es auch so, dass wir mit den Teilnehmerinnen selber noch auf Schrottplätze gehen, um diesen Recycling-Gedanken noch ein bisschen mit reinzubringen. Werkzeuge können wir größtenteils auch mitbringen, aber je nachdem, wo es stattfindet, können wir uns das häufig auch sparen, weil die Werkzeuge schon vor Ort sind. Ich teile mir einen Platz, einen teilnehmenden Platz. Also ich habe einen halben Platz und Katharina hat die zweite Hälfte. Das ist die Schichtwechsel. Und wenn sie gerade stillt, dann nehme ich teil am Workshop und bearbeite die Flügel. Und dann bearbeitet sie die Flügel und ich beschäftige das Kind und trage es rum oder packe es ins Tuch. Manchmal packt man es ins Tuch und der pennt die ganze Zeit. Also wir sind ein Kollektiv aus 9 Ingenieurinnen und Ingenieuren, die zusammen schon zum Ende unseres Studiums bzw. nach dem Studium selbst organisiert und unabhängig arbeiten wollen. Im Bereich so ein bisschen verschiedene angepasste Techniken zur Selbstversorgung, Energietechnik, Sanitärtechnik, Kompostiertechnik. Das ist noch nicht ganz, noch sehr offen, die Themenbereiche, aber viel, was wir auch machen wollen, wird in Workshop-Formaten sein. Und dieser Workshop ist für uns jetzt im Prinzip 3 Sachen. Einmal eine technische, fachliche Weiterbildung, wie können wir so eine Windkraftanlage selber bauen. Zum zweiten Teil auch methodisch interessant, wie ist so ein Workshop aufgebaut, der über eine Woche lang mit einer großen Gruppe und einem Produkt quasi, was entstehen soll, stattfindet. Und das dritte ist auch, dass wir einfach alle zusammen jetzt hier sind, alle 9, plus einem kleinen Baby und gemeinsam diese Woche Zeit zusammen haben. Also wir sind hier bei der Spulenwickelstation, das heißt, hier werden die Spulen für den Stromgenerator gewickelt mit einer selbstgebauten Wickelmaschine, und wir brauchen genau 60 Wicklungen, und die Spulen müssen möglichst alle gleich aussehen und die gleiche Wicklungsanzahl haben. Wir machen jetzt einen Rundgang oder eine Runde, das ist immer nach jedem Arbeitsblock, dass wir von Station zu Station gehen, und die Leute, die da jeweils gearbeitet haben, erzählen uns dann, was sie gemacht haben und wie das ging und worauf man achten musste und so. Es sind jetzt alle Spulen fertig, also wir haben die gelben noch gemacht und wir haben sie auch mal alle mit der etwas besseren Waage durchgewogen. Wir liegen in einer Spanne von 10 Gramm, also das leichteste ist 10 Gramm leichter als das schwerste. Natürlich geht es bei dem Workshop auch darum, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet überhaupt Energie und was bedeutet überhaupt Energie im Alltag und welchen Umgang haben wir damit, und dann auch einfach mal wirklich selbst zu erleben, okay, wie funktioniert das überhaupt jetzt aus dem Wind, den umzuwandeln, diese Bewegungsenergie in elektrische Energie. Uns alle vereint, glaube ich, irgendwie so dieser Spaß am nicht nur theoretisch in der Uni lernen, sondern tatsächlich einfach auch praktisch machen und einfach mal wir gemeinsam hier als Gruppe was zu basteln und dann zu sehen, dass es auch funktioniert. Also nicht nur irgendwie so modellmäßig, sondern tatsächlich irgendwas Funktionierendes zu machen.
hier noch Windeln waschen im Hintergrund nochmal nebenbei. Wir sind insgesamt 8 Leute, brauchen aber rein theoretisch nur 3 Leute, um den Workshop durchführen zu können. Kommen meistens mit 4-5 Leuten, damit es entspannter ist und wir eine höhere Dichte an Wissenstransfer gewährleisten können. Der Ort Gatschow hier, beziehungsweise das Landkombinat mit seinen Werkstätten und seinen Bewohnerinnen sowie das ganze Flair drumherum, ist für mich persönlich ein unheimlich dankbarer Ort, um einen Workshop zu geben, weil super viel Material, super viel technisches Equipment da ist, was wir sonst nicht haben und nicht verwenden können oder aufwendig mitbringen müssten. Und dann ist es auch noch so, dass das Flair von so einem Ort, wo viel DIY-Kultur schon stattgefunden hat und stattfindet, wo eine gewisse politische Vorausrichtung da ist, die stark in die Richtung geht, die mir gut tut, die ich mir wünsche in meinem Umfeld, das erleichtert es mir natürlich extrem, an so einem Ort zu arbeiten. Hier kann ich mehr so sein, wie ich auch gerne bin in meinem Alltag. Ist an die Kante geschoben. Zack. Und jetzt. Machst du das? Kann ich machen. Jetzt wird hier diese Schiene ganz langsam rausgezogen, weil wenn ich es zu schnell machen würde, wird der Magnet so drauf knallen. Und da die relativ spröde sind, könnte es passieren, dass der bricht. Also das ist jetzt das Harz sozusagen und wir packen jetzt da einen Härter rein. Die erste Eisenplatte mit den 8 draufgeklebten Magneten. Und das Ziel ist jetzt, dass jetzt sozusagen die ganzen Magnete eingegossen werden mit Epoxidharz und dafür haben wir die mitgebrachte Form von Böe vorbereitet sozusagen, sind die Schritte durchgegangen und haben die eingefettet. Das sieht man jetzt hier so ein bisschen, da ist überall Melkfett drauf, dass sich das dann später wieder löst. Das ist ja tatsächlich hier total toll organisiert, dass man bei jeder Station mindestens einmal mitmacht und das ist jetzt die dritte sozusagen von 3, die wir machen. Mhm. Und das heißt, ich habe bei Holz angefangen, dann zu Elektro und jetzt hier beim Metall. Bist du der Meinung, dass der fertig ist? Wenn du sagst, der ist fertig, dann ist er fertig. Na toll. Tja. Das ist die Gondel. Da hängen sozusagen nachher alle anderen Einzelteile mit dran. Sozusagen das Herzstück, was alles zusammenführt. Mit der Narbe und dem Generator und den Rotorblättern. Und daneben hängt direkt die Windfahne. Das ist eben auch ein Stück, was dann mit an der Gondel dranhängt. Und hinterher für unsere Sturmsicherung. Und dafür verantwortlich ist, dass die Turbine immer richtig im Wind steht. Wir schmieren hier gerade Wärmeleitpaste drauf. Genau, was da jetzt noch als Aufgabe bleibt, ist das dann in den Schrank irgendwie mit Abstand reinzutun, damit das irgendwie gut durchlüftet wird. Und von der pädagogischen Seite her ist unser Kurs auch noch besonders, weil wir persönlich ganz wenig versuchen zu arbeiten und eigentlich die Teilnehmerinnen die gesamte Arbeit verrichten sollen. Wir kontrollieren uns gegenseitig und ich habe bei diesem Workshop bin ich schon 4-mal beim Arbeiten erwischt worden, weil man kann sich auch nicht die ganze Zeit zurückhalten. Und dann haben wir so kleine, so wie Bestrafungen oder Sachen, die wir dann für die Gruppe machen können, um das wieder zu kompensieren, um uns gegenseitig halt davon abzuhalten, die Arbeit zu erledigen und den Teilnehmern möglichst viel Raum zu lassen, ihre Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Im Prinzip sind die Tage so strukturiert, dass es neben den praktischen Einheiten auch Theorieeinheiten gibt, die die praktischen Einheiten ergänzen soll. Da gibt es früh immer so eine Stunde einen Input zu verschiedenen Themen, also zum Beispiel zu wie entsteht Wind oder zu einem Elektrotechnik-Input, wie verhält sich das mit Strom und Spannung, oder es gibt einen Input zu wie funktioniert eigentlich diese Aerodynamik an den Rotorblättern. Und das ist so eine Stunde, einen praktischen Block Vormittag, dann gibt es Mittagspause, Mittagsessen und nachmittags gibt es nochmal einen praktischen Block. Ja, jetzt
kommt es einfach auf die Genauigkeit an, dass wir später keine Unwucht in einem Rotor drin haben. Wir müssen genau die entsprechenden Winkel und die entsprechenden Abstände eingehalten werden und es geht hier um Millimeterarbeit. 156,5. Die Endmontage ist das Aufregendste, weil sich dann halt zeigt, ob alles passt, ob wir gut gearbeitet haben, aber es sieht ziemlich gut aus. Also wir haben jetzt so ein kleines Gewicht, das wir an den Flügel, der quasi horizontal steht, dranhängen und den immer weiter nach außen drücken, bis der Flügel anfängt nach unten zu kippen. Und an diesem Punkt, wo das anfängt zu kippen, den messen wir und dann gehen wir an den nächsten Flügel und dann können wir gucken, ob es wirklich exakt genau ausgewuchtet ist. Oder ob noch irgendein Flügel früher anfängt zu kippen. Wir müssen, glaube ich, noch eine kleine Platte unten drunter packen. Schweißen, da weiß ich ehrlich gar nicht, so genau, warum Leute das irgendwie so super krass finden oder so, weil das Einzige, was man da machen muss, ist einfach nur ein Ding möglichst gut in der Hand halten. Da muss man nicht viel Kraft aufwenden, muss sich halt ein bisschen konzentrieren. Das ist, glaube ich, irgendwie eher vergleichbar mit Stricken oder so. Ich als Ingenieurin im Studium oft auch Männern begegnet sind, die einem Werkzeuge aus der Hand nehmen wollen oder Sachen selber machen wollen oder es doch besser wissen oder nicht glauben, dass wir es auch wissen, und das finde ich angenehm. Man wird nicht komisch angeguckt, irgendwas als Frau zu machen oder so, und es wird auch die schweren Arbeiten so, werden auf jeden Fall die Möglichkeit gelassen, da ranzugehen. Ich habe jetzt gerade schon, das war ganz witzig, gerade gehört, hier wird Männerkraft gebraucht und so. Das hat mich auf jeden Fall motiviert, hierher zu kommen. Eins, zwei, drei. Wir haben ja einen fest etablierten Umgang mit Energie eigentlich, gerade hier in den Klimazonen, wo wir leben, und in unserem alltäglichen Umfeld, der häufig gar nicht so sehr reflektiert wird. Und ich bin in einen Bauwagen gezogen und habe da angefangen, mich mit Energie auseinanderzusetzen, weil das an einem Ort war, wo es keinen Anschluss ans Stromnetz gab. Und so habe ich seit nunmehr 5 Jahren eigentlich zum Leben ausschließlich meinen eigens produzierten grünen Strom. Und da kam so die Frage auf, ob man das nicht auch weiter vermitteln kann. Die ursprüngliche Frage, warum Windkraft, war so ein bisschen, dass wir unsere Solaranlagen ergänzen wollten. Und dann haben wir eben diese technische Bauweise gefunden, um das zu tun. Und wir waren so zufrieden damit, dass wir halt weitergemacht haben und gesagt haben, wir wollen das weitervermitteln. Und wir haben jetzt das Wissen und können das auch weitervermitteln. Wir verdienen uns ein Zubrot mit diesen Workshops, wenn es möglich ist. Das ist auch ein bisschen das Ziel, dass das schon auch eine entlohnte Tätigkeit ist. Das ist aber nicht für alle Orte möglich, die gerne so einen Workshop durchführen wollen. Und wir sind da durchaus kompromissbereit und haben alle irgendwelche anderen Jobs, mit denen wir uns so weit über Wasser halten, dass wir halt auch den Freiraum haben, sowas auch mal ohne adäquate Bezahlung durchführen zu können. Und dadurch hat es für uns halt auch einen etwas verspielteren Charakter, weil es nicht irgendwie der totale Job ist, sondern es ist viel Hobby, viel Eigeninitiative. Und dadurch kommt, glaube ich, auch so eine ziemlich motivierte Grundstimmung auf, weil jeder jederzeit aussteigen könnte, wenn er keine Lust mehr hätte. Keiner ist durch sein Geldverdienen daran gebunden. Im Gegenteil, wir müssen eher Urlaub nehmen, um die Workshops durchführen zu können, und können in der Zeit kein anderes Geld verdienen. Weiter? Okay, es ist schief. Eine Woche Arbeit geht zu Ende. Gut ist. Jetzt fast schon zu weit.
ja, am wenigsten Wind seit einer Woche. Ja, habe ich ja gesagt, das ist immer so. Das verfolgt uns. Das macht nichts. Eigentlich sieht es ein bisschen klein aus dafür, dass wir zu 17 eine Woche dran gearbeitet haben. Aber ich glaube, die ganze Arbeit steckt da oben im Detail. Und hier ist ja noch mal schöner, weil hier ja Leute das Bestreben haben, das Wissen auch in einem ähnlichen Format weiterzugeben, also auch selbst Workshops zu geben. Und dann pflanzt sich das so schneeballprinzipmäßig fort. Und irgendwann gibt es nur noch kleinste Kraftanlagen. Dann können die Netzbetreiber einpacken. In 750 Jahren. Ja.